Einen wunderschönen guten Abend und willkommen zur nächsten Folge vom Let's Play Squad 4 und immer noch der NRW Boy 18 hier. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Lange galt ich als vermisst. Nein, ja, ich lebe noch, mir geht es gut. Ich habe allerdings die letzten Tage und Wochen wirklich überhaupt gar keine Zeit gehabt, weder für mich selbst noch für irgendwas anderes. Und ja, das hat mich selber gestört. Ich versuche jetzt so nach und nach wieder ein bisschen ins Let's Playen hineinzukommen. Wenn ihr die letzten beiden Modelleisenbahn-Videos euch angeschaut habt, dann habt ihr, glaube ich, auch schon den Grund dafür erfahren, warum ich so viel zu tun hatte. Für die, die es sich nicht angeschaut haben, wir ziehen halt um mit unserer Modelleisenbahn. Das heißt, alles musste abgerissen, abgebaut werden und ja, der neue Raum muss vorbereitet werden. Ist ein Arsch voll Arbeit, aber nun gut, schaut euch die Videos an, dann denke ich mal, klären sich alle Fragen. Ja. Ich habe gestern schon eigentlich vorgehabt, euch mit neuen Videos zu beehren, aber nachdem ich dann 3 Videos aufgenommen habe, ist mir dann beim Rendern aufgefallen, irgendwie fehlt meine Stimme in den Videos und siehe da, meine Audiobox hatte sich abgeschaltet. Ich weiß nicht, ob ich sie abgeschaltet habe oder ob eine Katze dran gekommen ist, ich weiß es nicht auf jeden Fall. Die Aufnahmen waren dann halt ohne meine Stimme, das heißt, ich darf den ganzen Rotz jetzt nochmal machen. Deswegen auch die Erklärung, dass hier normal 66 steht, das ist halt von gestern der Erfolg gewesen. Beasley, Jerry, lieb sein. Und ja, jetzt darf ich den ganzen Kack nochmal machen. Northside Wending und Amüsanz, wie auch immer man das ausspricht, Verhaftung mit hohem Risiko. Ja. Es wird gleich dann auch noch Videos geben von Nacht des Hasis und noch ein Überraschungsteil. Mal schauen, ob ich das hinkriege. Ansonsten wird es GTA 3 werden. An alle anderen, vielen lieben Dank für euren ganzen Support. Danke für eure Kommentare, für eure, ja, auch Genesungswünsche. Christine, danke an dich auch. Das Paket ist angekommen, aber ich habe auch dafür leider noch keine Zeit gefunden. Das wird es auch dann bald hoffentlich geben, dann wenn ich ein bisschen mehr Ruhe habe. Jetzt allerdings hier erstmal SWAT 4. Wir starten noch einmal in die Mission und ich sage wie immer, bitte Brigitte. Central BCC an Adam Boy und Truck 1 auf Tech 3. Notfalldienst. U1, ich höre. U1, SWAT wird gebraucht, weil ein verdeckter Ermittler möglicherweise als Geisel genommen wurde. Victor 1-2 bittet, dass Sie sich am Treffpunkt 1092 Westfield Road melden. U1, verstanden. Wir sind auf dem Weg. Geschätzte Ankunft je nach Fahrzeit. Die Sache ist etwas kitzlig. Das Dezernat hat Northside Wending and Amusements seit 3 oder 4 Wochen im Auge. Sie sammeln dort Beweise gegen einen mutmaßlichen Buchmacher im Keller des Geschäftsgebäudes. Der verdeckte Ermittler Jeremy Walsh hat eng mit den Verdächtigen zusammengearbeitet und erhielt heute eine Einladung zu dem Buchmacher. Alles lief hervorragend, bis Walsh außer Sicht war. Walshs Wanze zeigte, dass er noch mit den Verdächtigen sprach, die kein Misstrauen gegen ihn zeigten. Keine 10 Minuten später gab es plötzlich eine statische Störung und die Wanze fiel aus. Wäre alles glatt gegangen, hätte sich Walsh schon längst melden müssen. Er sollte reingehen, eine Wette abschließen und wieder rauskommen. Da wir nichts über seine momentane Lage wissen, nehmen wir an, er ist in Gefahr und wir müssen ihn rausholen. Wir wissen, dass mindestens 3 Personen vor Ort sind. Der erste, Louis Bacchus, ist Besitzer des Geschäfts. Die beiden anderen sind Alan Kruse und Simon Gowan. Kruse und Gowan sollen die eigentlichen Buchmacher sein. Bacchus stellt Räumlichkeiten und Tarnung. Das Dezernat glaubt, dass sich weitere verdächtige Personen, Buchmacher und Laufburschen, dort aufhalten. Die Zahl ist unbekannt, es könnten bis zu 10 Verdächtige sein. Walsh wurde auch eingeschickt, um die genaue Zahl der Beteiligten zu ermitteln. Kruse und Gowan haben ein langes Vorstrafenregister, von kleinen Diebstählen bis zum bewaffneten Raubüberfall. Beide sind als bewaffnet und gefährlich anzusehen. Bacchus ist ein unbeschriebenes Blatt, aber bei dem Umgang dürfte er auch bewaffnet sein. Walshs letzter Satz drückte Überraschung über die Größe des Unternehmens aus. Er klang beeindruckt, was nicht besonders gut für uns ist. Wir haben einen Plan des Geschäfts, aber leider nichts über den Keller. Wir wissen, man kommt durch die Lager hinein, aber über die Räume des Buchmachers wissen wir nichts. Halten Sie die Augen offen. Es könnte unliebsame Überraschungen geben. Wir müssen Detective Walsh rausholen und die Verdächtigen in Gewahrsam nehmen. Wählen Sie Ihre Ausrüstung sorgfältig und rücken Sie aus. Nicht klar. Ja, Notruf hierzu gibt es nicht. Und Zeitdiagramm haben wir uns sicher alles angeguckt, deswegen... Jetzt mein nicht so Lieblings
Teil des Ganzen hier, das alles auszusuchen. Hohlmantel, Angreifer, Stahlmantel, Aufbrecher, Aufklärer. Ah, guck mal hier. KBV-Spezialist, was ist das? Diese Maschinen besonders in Produktion. Eieieiei. Nicht tödlich spezialisiert. Vermittler. Pfefferkuchen. Das ist ja süß. Was haben wir sonst noch da? Haben wir nichts mehr. Nein, Vermittler, bist du bescheuert? Ja, Stahlmantel. Ich hatte beim letzten, also gestern, wo ich hier gespielt habe, hier den Jackson ausgestattet mit dem Opti-Stab. Die hat er jetzt immer noch. Schrotgewehr, Handfeuerwaffe. Das hatte sich. Ah ja, ihn hier, das Pfefferkugelgewehr, genau. Das machen wir mal, nicht tödliches Schrotgewehr, Nova Pumpgun. Diese Nova ist eine relativ neue Entwicklung von Minigun, ist das allermodernste Pumpgun-Schrotgewehr. Zwar feuert die Waffe ein bisschen langsamer als die halbautomatische, aber für die aufgesteckten Magazinerweiterung kann die Nova bis zu 8 Geschosse auf einmal aufnehmen. Der taktische Schrotgewehr. Na, Schrotgewehr ist ein bisschen blöd. Sturmgewehr, da haben wir es doch. Das hört sich doch gut an. Dann haben wir dann Karabine und 9mm. Und was habe ich? Ich habe das auch. Hohlmantel, Stahlmantel. Wow. Gut, also, lassen wir es mal dabei. Wir starten. An alle Einheiten, hier ist Central BCC. Mehrere SWAT-Einheiten im Einsatz nach Code 3, 1092 Westfield Road. Officer in Gefahr. Jo, da sind wir also. Jetzt alle gut mit Munition und Gewehr ausgestattet. So, wenn wir jetzt hier vorgehen, da vorne sehen wir dieses Gitter mit einem Kabel dran. Das war so geil, als ich das allererste Mal hier gespielt habe, weil, bam, ich mich hier zu Tode erschrocken habe. Und es war eigentlich auch so lustig für euch, aber gut, das jetzt zu spielen, glaube ich, macht keinen Sinn. Gold, so. Sammeln und bereit machen. Kommen dann hab... Cookie? Da die Tür schon auf. Hinter Ihnen, Sir. Muss. Oh, jetzt dreht die Katze wieder durch. Oh, ich hoffe, da hinten ist doch jemand. Runter auf die Knie. Sofort. Runter. Richtig. Sichern. Los, los. Roger, Sir. Komm, hopp, 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 hopp. Einer nach dem anderen hier. So, jetzt. Also los, alle rein. Also los. Keine sichtbaren Bedrohungen. Bereit für Nachhut. Jackson, gesichert. In Position. Hier alles klar. Okay. Fehlt's. Nimm den Gehorsam. Verstanden, bin dran. Ruhig bleiben und Kopf runter. Alles wird gut. Ja, ja. Warten Sie nur, bis mein Anwalt Zivilperson in Sicherheit. Sie haben ja Nerven. Eindringteam am Talk. Zivilperson ist okay, bereit für Evakuierung. Hallo. Verstanden, dranbleiben. So, das war der Hobbler. Der einfache Teil. Jetzt kommt der etwas schwierigere Teil. Team Rot. Verstanden, bin dran. Wacht auf und sichert. Verstanden. Jetzt dringen wir schön von beiden Seiten rein. Also los! Und los, los! So weit, so gut. Los, keine vorwärts. Sichtbaren Bedrohungen. Los, vorwärts! Einsatzpunkt gesichert. Jungs, auch alles okay. Safe. Ja, hier ist auch alles safe. Von hier oben können wir runtergucken. Da in der Ecke, da war immer jemand, der mir die Officers hier abgeknallt hat. In Position, alles klar. Alles klar. Ich hoffe, die sind da jetzt noch nicht rum. Wo stehen die? Wo stehen die denn? Die steht... Einer steht hier... Der andere steht da. Steht der da? Lass mich gucken. Nee, diesmal steht er nicht hier. Gut. Gold. Nachrücken und zum Eingreifen bereit machen. Verstanden. Folge. War ja schon immer die rote Lampe. Alles klar. Hier geht's jetzt die Treppe runter. Ich hoffe mal... Also hier stand nie irgendein Gegner. Deswegen gehe ich jetzt hier einfach mal ziemlich entschlossen vor. Ich weiß, es ist scheiße, dass ich das jetzt alles schon weiß, aber es tut mir leid, jetzt euch hier was vorzuspielen. Das würde weder mir Spaß machen, ich glaube, noch würdet ihr mir das glauben. Hier ist Scharfschützenteam. An der Absperrung werden Schüsse aus dem benachbarten Waschsalon abgefeuert. Talk an Eindringteam. Einer von Walsh Informanten sagt, Waschsalon und Laden hätten eine Verbindung. Das muss schnellstens überprüft werden. Roger, sind unterwegs. Die Mission läuft schief. Na, halt die Klappe. Ich höre mich selber über Funk. Wie geil ist das denn? Sichern, Bewegung. Bin dran, Boss. Na, jetzt... Bewegung, Jungs! Ich habe eine verdächtige Person. Hände hoch!
Wir haben einen Fehler. Polizei, Hände hoch! Runter oder ich leg dich hoch! Polizei, Hände hoch! Oh, jetzt rennt Sie stehen in meiner Schusslinie, Sir. Halt die Klappe. Der gibt nicht klein bei. Was? Wer beleidigt mich hier? Da sind die Rechte. Fallen lassen! Diesmal können wir nicht gewinnen. Reingehen und sichern. Verstanden, bin dran. So, jetzt komm rein, ich hab los, doch... Los! Auf den Boden und Hände hoch! Was, wie, wo, wann, wer? Verdächtige Person am Boden. Verdächtige Person hat... Ist doch nicht wahr. Oh. Ja. Freunde, ich hoffe, ihr habt Zeit mitgebracht. Man merkt, die Mission zieht. Bei mir bleiben. Ich gehe voraus. Verstanden. Polizei, sofort runter! Na. Das Ding ist, je öfter man das hier machen muss, desto leichter wird man. Auf den Boden, sofort! Das ist nicht Hände richtig! Hoch, runter! Zivilperson hat sich ergeben. Ja, weiß ich doch. Ich stehe doch davor, Mensch. Stiernackige Brutalos! Hack mir doch die Hände ab, ja? Evakuierungsbereit. Jungs. Verstanden, wir sind für Sie bereit. Och, Kingers, lass mich doch mal raus hier. Hallo! Mann. Mir nachrücken und dranbleiben. Ich gehe voraus. In Position. Hier dürfte jetzt keiner stehen. Moment, ich mach auch mal Licht an, dann sehe ich mehr. Jawohl, hier steht keiner. Das ist sehr gut. Sammeln und zum Eingreifen bereit machen. Rot. Alles klar, Sir. Geht da. Blau. Verstanden. Bin öffnen dran. Und sichern. Los, wenn ihr bereit Team seid. Blau. Los geht's. Dann mal los und schön sachte. Bis jetzt Bewegung. Alles klar. Los, los, los. Los, vorwärts. Bis hierher gesichert. Los, weiter. Raum gesichert. Einsatzgruppe gesichtet. In Position. Alles klar. Okay, da oben ist auch alles klar. Sehr gut. Gold. Bereich gesichert. Mir nachrücken. Okay, komme zurück. Na, schon wieder. Wir sind bei Ihnen. Das ist schön. Ist da nicht wahr? Also der Raum hier war noch nie irgendeiner drin. Und deswegen gehe ich immer relativ entschlossen hier rein. Talk an Eindringteam. Einer von Walsh Informanten sagt, Waschsalon und Laden hätten eine Verbindung. Das muss schnellstens überprüft werden. Yes. Roger, sind unterwegs. Die Mission im Raum abchecken. Ich hab's. Bewegung, los, los, los! Bis jetzt alles klar. Verdächtige Person sichtbar. Runter und auf den Boden. Polizei, auf den Boden. Runter. Alles klar. Los, Polizei, los, die Hände hoch. Egal. Jungs, Polizei, jetzt. Hände hoch. Wo? Okay. Na okay, kommt jetzt hier rein. Aufmachen, Gas und sichern. Bin dran, Sir. Ich deck euch von hinten ab. Okay, das hört sich Sir, jetzt furchtbar. Abgeschlossen. Wie machen wir weiter? Ja. Geht da rein, los. Beginne Durchbruch. Öffnen und blenden, los. Sofort. Sprengladung wird angebracht. Bereit für Detonation. Ja. Das ist so geil, wie der jetzt runterzählt. Zeit für den Einsatz! Hey, Polizei, Hände hoch! Los, Danny! Hände hoch! Hände hoch. Hände hoch. Auf den Boden sofort! Polizei, runter! Der Idiot hat mich... Ich kann euch die Person hat sich ergeben. Ich wusste nicht, dass das illegal ist. Zivilperson kooperiert. Fessel diesen Idioten. Mach ja keinen Ärger. Los geht's. Leg ihm Fesseln an. Unten bleiben. Gottverdammte Cops! Menschen, ihr wart zu schweigen. Verdächtige Person auf den Boden. Talk hier einbringen. Verdächtige Person gesichert. Evakuierung. Nimmst du auch nicht? Zivilperson. Okay, also bei Spot 3 war das immer so, wenn ich denen den Auftrag gegeben habe, die zu fesseln, dann haben die auch direkt die Waffe genommen. Sicher, bereit zur Evakuierung. Aber nun gut. So, jetzt kommt ein großer Raum, wo sich eigentlich immer relativ viele Leute versteckt haben. Deswegen gehe ich jetzt mal auf Nummer sicher und nehme Gas. CS vorbereiten, durchbrechen und sichern. Gas. Bin dran. So, Jungs, ich stehe hinter euch. Ich decke euch ab. Zeit für den Einsatz! Hände hoch! Los, da! Rein, Mann! Auf den Boden, sofort! Beamte am Boden! Oh! Eindringteam! An alle, Girard ist getroffen und bereit zur Evakuierung! Eindringteam am Talk! Verdächtige Person am Boden! Unten bleiben! Warten auf weitere Meldungen!
Jeden Tag sterben Leute auf der Straße. Ihr müsst eine kleine Spiele rausnehmen. Warum kümmert ihr euch nicht um die Warnschuhe? Also ich habe hier eigentlich das Level, wollte ich gerade sagen, die Mission hier noch nie mit allen Beamten geschafft. So leid es mir tut. Hier hat er auch gesagt, ja, hier SWAT-Dings-Team hier ziemlich groß hier unten und ja. Blenden vorbereiten, öffnen und sichern. Okay, bin dran. Das habe ich leider jetzt weggedrückt, weil ich hier jemanden zur Abholung bereit gemeldet habe, aber nun gut. Verdächtige Person zu sehen. Ach, was zu... Jungs. Runter Polizei, oder ich leg dich um! Polizei, auf den Knie! Verdächtige Person, neutralisiert. Sehr gut. Was ist denn los? Doc, hier Eindring-Team. Verdächtige Person gesichert, evakuiert. Oh nein! Eindring-Team an Doc. Doc, hier Eindring-Team. Verdächtige Person getötet. So, warte mal, hier kommen wir jetzt wieder zurück. Mir nachrücken und dranbleiben, ich gehe voraus. Roger, komme zu. Alles klar. So, hier ist nämlich der, der eben abgehauen ist. Der ist nämlich dann... Na, komm jetzt. Nein. Na, willst du wohl? Damit, wenn was ist, ich hier überall schnell hin kann, mache ich die Tür mir mal auf. Och, wenn es ewig dauert. So. Jungs, mitkommen. Da brennt sogar noch eine Zigarette. Oder der ganze Aschenbecher brennt. Oh, es tut mir immer so weh, wenn ich hier Leute verliere. Öffnen und sichern. CS einsetzen. Roger, Sir. Mir fällt gerade auf, ich habe noch gar keinen einzigen Schuss abgefeuert. Uiuiuiui. So, das ist jetzt auch ein sehr großer Raum. Zeit für den Einsatz. Los. Ich kann sie sehen. Oh, ey. Polizei, Waffen fallen lassen. Polizei, Polizei, los, die auf Hände die hoch. Knie. Oh mein Gott, mein Gott. Runter auf die Knie. Hände hoch und auf den Boden. Waffen fallen lassen. Hände hoch. Auf den Boden und Hände hoch. Los, Himmel, nicht die schießen, Hände hoch. Nicht los, schießen. Doch. Ich gehe echt auf Nummer sicher. Runter, Hände hoch. Es einfach nicht glauben. Boah, Gott sei Dank. So. Bereich gesichert. Genau. Bereich gesichert. Was? Doc, hier Eindring-Team. Zivilpersonen in Sicherheit und bereit zur Evakuierung. Roger, Nachruf in Bereitschaft. Eindring-Team an Doc. Zivilpersonen evakuierungsbereit. Roger, Nachruf in Bereitschaft. Jetzt sind wir hier wieder. Team Rot. Hinter Team mir. Team Rot vor allem. In Position. Eindring-Team an Doc. Jackson ist verwundet. Bereit zur Evakuierung. Eindring-Team an Doc. Hier ist eine verdächtige Person am Boden. Habe ich jetzt hier alle? Ja, da habe ich alle. So, mein lieber Kollege. Ach, Moment. Ihn habe ich, glaube ich, noch nicht verarztet. Nee. Eindring-Team an Doc. Der letzte verdächtige Person gesichert. Transportbereit. Roger, nehme Kontakt mit Sanitätern auf. So. Jetzt geht's in den Waschsalon, in den vermaledeiten. Oh, Mist. Polizei. Hände. What? Aber gleich. Tür abschließen. Die Tür abschließen. Hallo, ich hab doch gar nicht reingeguckt. Nehmt euch den Raum vor. Okay, bin dran. Los, 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 Zeit für den Einsatz. Polizei, hallo, ich will die Hände Doc, sehen. Waffe fallen lassen und Hände hoch. Wie zur Hölle sind Waffen fallen lassen. Verdächtige Person hat sich ergeben. Nehmt ihn in Gewahrsam. Verstanden. Eindring-Team an Doc. Wir haben Officer Walsh gefunden. Er lebt, ist aber in übler Verfassung. Verdammte, immer dieselbe Leier. Gefesselte verdächtige Person. Doc, hier Eindring-Team. Verdächtige Person in Handschellen und transportbereit. Roger, dranbleiben. Sichern, CS einsetzen. Bin dran, Sir. Das sieht doch schon mal gar nicht mal schlecht aus. Das ist jetzt nur noch ein großer Abgeschlossen. Raum. Befehle? Oh. Nach Durchbruch CS einsetzen. Beginne Durchbruch. Mach das. Ah ja, hier wieder dicke Bum-Bum machen. Ein großer dicker Raum und dann... Ach, das dauert viel zu lange. Verdächtige Personen. Wir gehen da rein, Jungs. Jungs vor allem. Verdächtige Personen. Polizei, Waffen fallen lassen. Auf den Boden und Hände hoch. Los. Verdächtige Personen. Polizei, Hände hoch. Verdächtige Polizei, Personen auf die Knie. Wir sind gleich da. Fesselt diesen Idioten. Verstand, bin dran. So, ich glaube, ich habe es. Sie haben kein Recht, uns zu behalten. Verdächtige Person am Boden. Auf den Boden. Eindring-Team am Talk. Verdächtige Person gesichert und transportbereit. Verstanden. Mission fortsetzen. Jawohl, ja. Jawohl, jawohl, jawohl. 68. Sogar noch, glaube ich, noch 2 Punkte besser. So, Freunde, das war diese Mission. Und ja,
Ich habe tatsächlich einen retten können. Ja, ungerechtfertigter Einsatz tödlicher Gewalt. Hallo, wenn die hier meine Kolleginskis hier abknallen, dann knall ich die auch ab. Ganz einfach. So, also mit einem Officer habe ich es geschafft. Besser als gestern. Ja, die nächste Mission haben wir ja schon gesehen, leider Gottes. Hier Diamantenkonto Duplessis, Wholesale, und da sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder, und da bin ich gespannt, was uns da dann erwartet. Macht es gut, schönen Abend noch, NRWBoy18, adieu.